Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, kennen Sie Herrn Schaar? Landläufig wird er als Datenschutzbeauftragter bezeichnet. Korrekt heißt es aber Bundesbeauftragter für Datenschutz und Informationsfreiheit. Zu Recht, denn Datenschutz und Informationsfreiheit sind Zwillinge. Wenn es um Bürgerrechte und Demokratie, um souveräne Bürgerinnen und Bürger geht. Der Datenschutz soll verhindern, dass Bürgerinnen und Bürger gläsern und damit beherrschbar werden. Die Informationsfreiheit soll garantieren, dass Bürgerinnen und Bürger mündig selbst entscheiden können. Kurz gesagt, der Staat soll über Bürgerinnen und Bürger möglichst wenig wissen. Bürgerinnen und Bürger sollen über den Staat möglichst viel wissen. Es geht also um ein Kernthema der demokratischen Gesellschaft. Damit rennen Sie bei der Linken offene Türen ein. Das geltende Informationsfreiheitsgesetz, es wurde schon gesagt, wurde 2005 beschlossen. Deutschland war damit im internationalen Vergleich spät, sehr spät dran. Die Initiative ging damals von der regierenden SPD aus und von Bündnis 90 Die Grünen. Ich habe das als Linke begrüßt. Zugleich wies ich seinerzeit auf ein rot-grünes Dilemma hin. Ich sagte nämlich, machen Sie das Gesetz trotz Ihres Bundesinnenministers Schilly, dann kann es gut werden. Machen Sie es mit Otto Schilly, dann wird es schlecht. Es wurde mit ihm gemacht. Übrigens erntete ich von der SPD damals den Zwischenruf, warten Sie erstmal die Praxis ab. Das habe ich und siehe da, die Praxis gab und gibt mir recht. Übrigens ebenso wie alle Experten, auf die sich Bündnis 90 Die Grünen heute mit ihren Anträgen berufen. Die beiden Hauptmängel des Informationsfreiheitsgesetzes schlagen durch. Erstens, es gibt zu viele Ausnahmen, nach denen Behörden keine Auskunft erteilen müssen und mithin Bürgerinnen und Bürger unmündig halten können. Und zweitens, Auskunftsrechte werden mit hohen Gebühren belastet. Die einen können sich das leisten und die anderen nicht. Und so entstehen Bürgerrechte erster und zweiter Klasse. Als Linke sage ich, beide Defizite müssen endlich behoben werden. Und längst kommt eine dritte Herausforderung hinzu. Das Internet bietet uns vordem nie gekannte Möglichkeiten für die Informationsfreiheit. Dem wurde weder das Gesetz von 2005 gerecht, noch wird es die Praxis heute. Dieses Manko gilt übrigens auch wieder für beide Seiten der Medaille, Datenschutz und Informationsfreiheit. Weder das Recht auf Datenschutz noch die Informationsfreiheit sind hierzulande im Internetzeitalter angekommen, sie sind antiquiert. Überhaupt muss die Demokratie im 21. Jahrhundert neu fundiert werden. Wir sollten gemeinsam uns endlich dieser Herkulesaufgabe annehmen. Allerdings glaube ich nicht, liebe Kolleginnen und Kollegen, dass ein simpler Verweis im Grundgesetz etwas bewirkt. Deshalb wird die Linke diesem Antrag nicht zustimmen. Gleichwohl brauchen wir ein modernes Gesetz und deshalb wird die Linke dem Sachantrag für mehr Informationsfreiheit mit Ja bekräftigen. Ich danke Ihnen. Das Wort hat nun Patrick Sensburg für die CDU-CSU-Fraktion.